Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Miss Survival. Das letzte Mal konnten wir endlich aus dem Tunnel fliehen, sind wieder zu Hause. Leider hat sich zu Hause ein bisschen was verändert. Erstens, unsere Ladies sind fort. Keine Ahnung wieso, wahrscheinlich wieder irgendein Bug, der was leider Gottes im Spiel noch drinnen ist. Scott ist noch hier. Die Ladies werden zwar angezeigt, dass sie hier im Ding angewählt sind. Also zum Beispiel hier Rachel und da Kate und Scott. Aber wenn ihr da unten schaut, hier steht nur mehr Scott und nicht mehr die anderen zwei. Oh, das heißt, wir müssen die auf alle Fälle irgendwann mal wiederholen, aber nicht heute. Heute habe ich was anderes vor. Erstens, wir bauen mal den Kompass. Dafür braucht man einen Schraubenzieher. Ups, den haben wir ja. Das ist mal Nummer uno. Das war irgendwo hier, hä? Ja, da. Moment, ich mache die Tür zu. 60 Minuten ist ein bisschen lang. So. Können wir zuschauen. Falls der Mist kommt. Brother. Yes. Keine Ahnung, was der Kompass bewirkt. Wahrscheinlich haben wir jetzt eine Anzeige Nordwest-Süd. Okay. Time spent repair, hä? Huh? Seht ihr irgendwie keinen Unterschied? Press tap to use. Oh, okay. Ah. Komplett sinnlos. Also ehrlich. Beginnt Mist. Yep. Ich liebe es, jedes Mal. Lalalala. Aber passt doch. Nee, passt nicht. Scheiße. Muss in die Werkbank. Muss hier rein. Bye. So. Denn hier will ich bauen. Obwohl, muss ich hier rein? Scheiße, muss ich nicht. Schnell wieder raus hier. Komm her. So. Ah, sorry, mir beißt wie immer die Nase. Ihr kennt das Prozedere. Ah, ich will bauen. Wo ist denn das da? Wir bauen mal elegant 5 Molotov-Cocktails. 50 Minuten passt für Mist. Ah, Mist hat begonnen. So, dann haben wir mal 6 Molotov-Cocktails. Ich würde sagen, ich mache jetzt ein kurzes Nickerchen, damit der Mist wieder weg ist. Und dann habe ich vor, ich war in der Mine. Und wir sollten jetzt genug Material haben, dass ich das Ding bauen kann. Den Kupferdraht. Nee, das da rein mal lieber woanders hin. Scott wird geschlagen. Warum lebt der eigentlich noch? Scott? Bringst du einen ungebetenen Besuch mit, oder wie? Echt, Scott? Was soll denn das? Hier ist leider gerade zurzeit gerade ein Männerhaushalt, also hey, häng eine Socke an der Tür oder so. Wenn du jemanden mitnimmst. So. Egal. Gut, weiter im Text. Wir sollten genug haben. Ja. So. Ihr seht, ein bisschen was habe ich mitgenommen, geholt, gecraftet, bla. Wie konnte man den. Das muss man aus Iron bauen. Ja. Copper Ingot. Was braucht mir dafür denn noch? Denn das muss ich hier bauen. Okay. 2. Dann möchte ich heute mit euch in die Mine. Der liegt ja so breitbeinig. Und möchte auf alle Fälle das fertig machen. Also ich habe auch 2 Old Fuels.
Im Raum auf alle Fälle auch. Und den Berserker werde ich nicht töten, wenn möglich. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich den töten muss oder nicht. Ich werde versuchen, an ihm vorbeizurennen. Keine Ahnung, ob es gelingt. So. Wir haben Copper Wire. Den Old Fuse. Und dann brauchten wir noch, glaube ich, Klebeband. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Klebeband war... hier drin. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Scheiß drauf, ich nehme 5 mit. So. Du kommst wieder weg. Obwohl. Ich packe dich lieber ein. Wir wollen was reparieren. Trau der Sache nicht. So, dann pumpen wir uns noch schnell mit Futter voll. Ach ja, und einen Eimer haben wir auch verloren. Also ein paar Sachen sind leider Gottes bei unserem Ausflug verloren gegangen. Weiß zwar nicht warum, aber ja. Wie gesagt, die Ladies sind verloren gegangen. Ich habe auch schon nachgeschaut. Die sind wieder dort, wo sie vorher waren. Sprich, in dem ein Banditenlager hier geradeaus und in den einen etwas größeren. Ja. Die Lust ist groß, da wieder hinzugehen. Aber die Sache ist, ich weiß nicht mal, ob wir hingehen müssen. Das eine war die Quest von Rachel mit dem netten Kompass hier, den man nicht wirklich braucht. Und Kate hatte, glaube ich, noch nichts. Den Rest hatte er alles gehabt. Uiuiui. Bremsen. So. Also im Grunde sind wir schon relativ weit. Also wir werden nicht mehr so viele Folgen hier haben, schätze ich mal. Wir werden auf alle Fälle noch in die Stadt gehen. Wir werden auf alle Fälle nochmal durch den Tunnel gehen. Damit. Au! Damit aber mit genug Molotov-Cocktails, dass es auch wirklich Sinn ergibt. Darum bin ich schön brav jetzt gerade am Alkohol brennen, damit wir auch genug bauen können. Und dass wir so, ich sag, wenn wir 10 Stück haben, ist das nicht schlecht. Ich glaube, mit 10 Stück könnten wir alle Häuser schaffen. Mit den Viechern da drinnen. Und dann sind wir ja eh wieder so gut wie erledigt mit allem, was hier ist. So, Fahrzeug aus. Licht kann brennen von mir aus. Okay. Nehmen wir die Pickaxe, habe ich mit, weil wir nehmen natürlich gleich das Erz mit, wenn wir es haben. Verband, falls er mich erwischt, habe ich mit. Passt. Wie gesagt, ich habe absolut jetzt keine Munition mit. Weil ich mir erhoffe, dass ich einfach an ihm vorbeirennen kann. Ah, okay, das Teil läuft heute noch. Sehr schön. So, dann machen wir hier mal eine Bergbauarbeit. Wie gesagt, die Teile nehme ich auf alle Fälle mit. Und wenn es nur wegen einem Hammer ist, was wir brauchen. Ein bisschen Bergbauen am Morgen vertreibt, kann man uns sagen. Ihr seid eh bei mir? Ja, ihr seid bei mir. So. Das war Schwefel, oder? Oder Salpeter? Sulfur, ja. Das ist doch Schwefel, oder? Egal. Iron Ore. Das können wir auf alle Fälle brauchen, weil dann können wir irgendwann mal den großen fetten Hammer bauen. Nein, dich nicht. Ohne Licht. Heißt, mit Licht blendet der Scheiß und ohne Licht siehst du einfach nichts. Haben wir hier schon? Nee. Nee, eins weiter. Boah, ich hoffe, ich kann hier einfach vorbeirennen. Das wäre schon recht praktisch. Ah, einmal speichern. Und. Dann move. Lauf schneller.
Das ging gut. War nicht zu erwarten. Hat eigentlich schon erwartet, dass er irgendwie runterjumpt und mich wegschnetzelt oder mich schnappt oder was auch immer. Oder dass es einfach nicht möglich ist, da durchzurennen. Abwärts. So, jetzt machen wir das Ganze hier umsonst, weil das im Endeffekt noch nicht funktioniert. Weil es noch nicht im Spiel drin ist. Dann habe ich sehr viel Freude. So, und weiter. Lauf. Ein bisschen Stamina haben wir ja noch. Also, der Weg ist schon ganz schön weit. Und nichts zum Abbauen. Also völlig umsonst hier. Bin aber echt gespannt, wann das Spiel fertig wird. Und ob es überhaupt je fertig wird. Ah, hier ist aber was zum Abbauen. Hier ist sogar relativ viel zum Abbauen. Kann wieder durch die Steine durchgehen. Ah, immer wieder neu. Nee, zu dunkel. So. Das müsste St. Peter sein oder was, oder? Ja. So, hier hinten noch was? Nope. Nehme ich auf alle Fälle mit. Iron Ore kann man immer brauchen. Sprich Eisenerz. Salpeter. Ah ja, ich bin das ein Booster. Ja, ja. Weißt was? Trink mal kurz was. Dann ladet dein Ding wieder auf. Zwei im einen wieder mal. So. Echt ganz schön dunkel hier. Dabei läuft der Generator sogar noch. Wow. Sehr interessant. Hier laufen die Dinge im Grunde. Okay. So. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt hier gefixt bekommen. Steht da sicher gleich, ich brauche einen Hammer. Aber den habe ich nicht mit. So. Wir müssen. Hier müssen wir mal was rein tun. Okay. Den können wir aktivieren, aber das müssen wir zuerst reparieren. So. Repariert. Die sind drin. So. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Erstmal speichern. Das kann ich zumachen. Ja. Ja, weiter.
Ziehen wir durch. Ihr habt ihn auch gesehen, oder? Er steht einfach der Berserker rum und wartet auf uns. Einmal speichern. Müssen wir links oder rechts weg? Ich sag links. Und los. Hi. Hä? Ich kann den anhandeln. Du bist ein bisschen lot. Alter, ist der widerlich. Einen Moment. Den brauchen wir, oder? Aber Waffe hier weg tun. So. Und einmal einen Screenshot machen. So. Alter, ist der hässlich. Aber so ist er auch hässlich. Hat sich der irgendwo aktiviert, wenn ich jetzt hier herumrenne? Da liegt wieder so eine Flues. Ja, die ich nicht nehmen kann. Ja. Brauchen, glaube ich, eh keine mehr, oder? Wahrscheinlich nicht. Okay, er steht noch da und macht Mittag. Auch okay. Da liegt noch eine Granate, auch nicht schlecht. Neben dem Berserker gehen wir Bergbauen, auch nicht schlecht. Das ist doch eine super Arbeit. Hey, beschützt du meinen Ort eh gut? Alter. Ey, der verfolgt uns mit dem Kopf. Alter, bist du hässlich. Ich sollte ihn vielleicht besser nicht beleidigen. Sonst überlegt er sich's vielleicht noch. Das ist dann doch die andere Frage. Also ich denke mal, er greift uns nicht an, weil wir den Lift repariert haben. Was ist, wenn wir jetzt da rausgehen und wieder zurückgehen? Dann sind wir ja nicht mehr in den Lift gekommen, sondern sind wir von hinten rüber. Greift uns dann wieder an. Voll ernsthaft, musstest du dahinter fallen? Ja, okay. Probieren wir jetzt mal. Jetzt habe ich hier eh alles gelootet. So. Einmal hier. Das looten wir noch schnell. Wenn wir schon dabei sind, oder? Okay. So, jetzt probieren wir es nochmal. Okay. Wenn man also von hier kommt, dann wird er wieder wütend. Dann ist er wieder etwas angepisst. Kann sich auch nicht entscheiden. Einmal will er uns töten, einmal nicht. Einmal steht er blöd rum. Einmal packt er irgendwo in der Gegend herum. Eieieiei. So, aber hey, Leute. Haben schon wieder viel geschafft, meine Sachen. Alter, ganz schön finster hier. Wie spät haben wir denn?
Oh, 20 Uhr ist kein Wunder. Riskieren, ob da drinnen zu pennen? Weil in der Nacht ist echt uncool wandern und fahren. Moment. Ich speichere hier mal elegant. Und versteck mich. Moment. Das kriegen wir hin. So. Nicht lang genug gepennt. Brauche noch eine Stunde. So, am Tag ist einfach schöner fahren. Sieht man auch mehr. Brauche nicht das blöde Licht und so. Eindeutig angenehmer. So. Ein paar Minuten haben wir auf alle Fälle noch. Ich möchte mit euch noch etwas anschauen gehen. Da gab es damals so ein Militärlager. Wenn, ich glaube, ich erinnere mich, wo die Abzweigung war. Das möchte ich mir noch anschauen, ob da noch was ist oder ob das jetzt wieder weggemacht wurde oder ob das irgendwo hin, woanders hingesetzt wurde. Schießt er gleich wieder auf mich. Also ich habe schon keine Versicherung mehr, weil die Versicherung hat mich schon gekündigt, so oft wie ich einen Blechschaden habe. So. Irgendwo hier, wenn ich mich richtig erinnere, war irgendwo hier eine Abfahrt. War das eine Abfahrt? Aber es war doch irgendwo hier damals. Das sieht wie eine Abfahrt aus. Probieren. Wow. Ja, okay. So wirklich schaut das halt wie eine Straße aus. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Hup, hup. Vorsicht. Hup. Ah, genau. Da ging es da. Damals ging es da hoch zu einem Militärlager, wenn ich mich recht erinnere. Da war ein Huhn. Okay, das sieht nicht aus wie ein Militärlager. Was fliegt denn da rum? Da rein. Irgendwo eine Tür. Was sind denn das? Ach, komm schon. Ich darf nicht rein. Ist ja voll uncool. Da drin ist doch alles geil eingerichtet, Mann. Versuch alles. Einen Moment. Nein, mir fehlen ein paar Zentimeter. Moment. Nein.
man überhaupt auf die Laterne kann. Ich probiere es nochmal. Sorry, ich muss das nochmal probieren. Weil ich da springe, springt er nur ein Stück und fällt dann einfach runter. Schade, ich wäre da gern hoch. Ich hätte da gern reingeschaut. Kann man vielleicht an die Seite so weit springen, dass ich da mich an die Wände hänge? Weil hier kam ich ja hoch. Also. Und die Seitendinger konnte ich ja. Au. Das war ein bisschen zu schnell. Also, was muss man einfach ausprobieren? Hin und wieder. Ja, wieder muss man ein Nerd sein und muss alles versuchen. Hopp. Hopp. Nein. Diesmal lasst mich nicht runterschmeißen. Jetzt los, es geht hoch da. Jetzt will er nicht mehr hoch. Ach so, jetzt. So, im Endeffekt müsste ich aber an der Stange vorbei hüpfen. Ach, komm jetzt. So Jump-Run-Sachen sind dann mein Ding, wie es ausschaut. Einmal probiere ich es noch. Ich möchte da oben in die Fenster reinschauen. Wahrscheinlich ist da oben überhaupt nichts. Trotzdem möchte ich reinschauen. Schau. Nicht mein Tag. Guck mal, deine Waffe weg. Hier ist doch keiner. Außer solche komischen schwarzen Fussel, die was da rumfliegen. Wird aber auch von den Dingern teilweise abgestoßen, ey. So, und jetzt. Ja! Nein! Da fällt man automatisch runter. Schade. So weit geschafft und dann kannst du nicht weiterlaufen. Voll uncool. Ja, ich habe gegen die Wand gedrückt. Und da ist irgendwie so eine Alpha-Wand, die dich einfach wegdrückt. So, naja, gut. Dann halt nicht. Okay, also hier ist kein Militärlager mehr. Obwohl hier mal eins war, aber gut. Gut zu wissen. Hier ist im Endeffekt nichts mehr. Gut. Dann würde ich sagen, das nächste Mal gehen wir in die Stadt endlich und machen die Stadt. Hallo Huhn. Das nächste Mal gehen wir auf alle Fälle in die Stadt. Schauen uns die Stadt noch an. Das wird wahrscheinlich eh so ein, zwei Folgen sein, wo wir die Stadt im Endeffekt clearen und alle Gebäude durchschauen. Und dann werden wir uns, denke ich mal, nochmal den Tunnel vornehmen. Also vornehmen in dem Sinne, dass wir da einfach vielleicht schauen, dass wir da einfach nochmal durchgehen, dass wir dann hinten die Häuser nochmal anschauen können. Mit Molotov-Cocktails bewaffnet und natürlich so Munition so viel wie geht. In dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch heute trotzdem gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.